Ja moin, für diejenigen, die mich nicht kennen, ich bin Martin und das ist meine Jumbo, eine Bavaria 34 Holiday. Ich bin gestern auf Saint-Martin von der Anse-Marcel gestartet und am Kurs Richtung USA gesetzt, Florida, West Palm Beach, wenn alles gut geht, soll das nächste Ziel sein. Das sind etwa 1200 Seemeilen. Wir haben nach knapp 23 Stunden etwa 125 Seemeilen im Kielwasser. Das ist ganz okay, das wird wahrscheinlich auf einen Mal von 130 Seemeilen hinauslaufen. Da bin ich erstmal hier so für den Auftakt ganz zufrieden mit. Das ist auch die erste größere Fahrt nach dem Mastbruch, den ich vor knapp einem Jahr hier erlitten hatte, gar nicht so weit entfernt von hier. Der Mast ist logischerweise neu und die Fahrt gibt mir hier nochmal Gelegenheit, auch ein bisschen mehr Vertrauen ins neue Rig, in den neuen Mast zu bekommen. Natürlich haben wir alles getan, wir haben alles nochmal doppelt kontrolliert. Das hatte ich mit dem Helmut von Shogun im November gemacht, mit dem Frank von der Manatee im Februar das Rig nochmal komplett neu eingestellt und nachgespannt. Und da habe ich selber gemäß den Anweisungen von Frank dann auch nochmal, nachdem einige Stunden drauf waren, nochmal zwei Umdrehungen oben, hier an den mittleren Banden und an den unteren Banden jeweils noch eine Umdrehung gemacht. Und das sollte soweit passen. Ja, bin mal gespannt, ob alles hält. So ganz sicher ist man sich dann leider doch nicht, ob nicht vielleicht irgendwo doch noch ein Materialfehler ist. Aber ich habe eigentlich hier ein gutes Gefühl. Ja, bis jetzt macht die Fahrt hier richtig viel Spaß. Sind ja hier bei 5 pro 4 vom Wind unterwegs. Ja, alles gut soweit. Hier geht es jetzt in die nächste Nacht. Schöner Segeltag gewesen. Ja, ich habe das Großsegel jetzt nochmal zusätzlich gesetzt. Der Wind hat so ein ganz klein wenig zurückgedreht und dann passt das hier so bei 120 Grad am scheinbaren Wind und Windstärke 4 bis 5. Ja, alles gut, freue mich auf die Koje. Läuft alles ganz gut. Ich bin jetzt hier im Schmetterling unterwegs, habe das heute Morgen gesetzt. Dann hatte ich heute Morgen auch Angelglück, habe hier einen Mai-Mai gefangen, 88 cm lang. Dem habe ich dann die Filets abgeschnitten und das war richtig viel. Da habe ich drei sehr große Portionen von gemacht, habe heute Morgen schon die erste gegessen und da habe ich richtig Spaß gehabt. Ja, das Wetter spielt auch mit, wie man sieht, ist richtig warm jetzt hier und die Sonne scheint, alles gut. Das sieht ja sehr interessant aus hier. Freizeitboot, 6 Meter lang, 2 Meter breit. Liegt jetzt hier so eine halbe Seemeile voraus. Alter. Hallo! Hi there! How are you? Scheint zu schlafen. Ja, schon ein wenig gespenstisch hier. Also ich habe jetzt keinen an Bord gesehen. Das ist merkwürdig. Ja, alles gut. Ich habe ihn gerade angefunkt und erreicht. Er rudert nach Miami. Holpriger Start heute Morgen. An Steuerbord habe ich vorhin die Front gesehen, habe jetzt die Segel reingeholt und bin unter Maschine und versuche dem Schlimmsten unter Maschine zu entgehen. Auf Kurs sind wir natürlich jetzt hier nicht, fahren also jetzt hier quasi in die entgegengesetzte Richtung, weil ich das sonst voll erwischt hätte. Blitz habt ihr auch schon gesehen zweimal.
den Gewitter auf See reinkommen, ist natürlich schwierig, wenn da der Blitz anschlägt, dann ist die gesamte Elektronik im Eimer. So dass ich jetzt hier erstmal wegfahre, solange es notwendig ist. Und dann, wenn das durchgezogen ist oder wenn ich da keine Blitze mehr sehe, dann vielleicht ganz langsam wieder auf den richtigen Kurs gehe. Lass es jetzt vor mir durchziehen. Hab den Kurs schon wieder geändert und bin jetzt auf Westkurs. Ich denke mal, ich kriege hier nur ein bisschen Regen, aber was ja gar nicht schlimm ist. Das ist gut, mal ein bisschen abgewaschen wird vom Salz. Und der Wind liegt jetzt bei Windstärke 6 hier. Knapp 24 Knoten. Alles okay. Und kommt aus Nordost. Also kräftig gedreht. Aber alles gut. Ich glaube nicht, dass wir jetzt ins Gewitter reinkommen. Ja, Wind hier voll auf bis auf 36 Knoten. Ich glaube, wir haben die richtige Strategie. Ja, jetzt doch noch Gewitter. Oh Mann, ich habe gedacht, das erwischt mich nicht. Ja, Wind im Moment hier 32 Knoten. Immer wieder Blitze hier. Ja, einer war jetzt sehr nah. Ich habe den Kurs jetzt hier nochmal wieder auf Süd gesetzt. Jetzt wird doch zu haarig. Da sieht es besser aus. Ziemliches Chaos hier. Annabella hat uns komplett auf die Seite jetzt gerade geworfen, weil es alles umgekippt hier. Ah. Hinter uns holt uns so langsam das schöne Wetter wieder ein. Ich denke mal noch so eine Stunde. Immer noch mal eine Regenfront hier an Steuerbord. Da regnet es noch mal, das warte ich noch ab. Und dann gehe ich wieder unter Segel. Mai, Mai. Wieder Angelglück und ich habe wieder einen Mai Mai gefangen, 87 cm lang, also etwa genauso groß wie der von gestern. Ich habe die Angel noch mal rausgehängt, ja, vielleicht fange ich noch einen zweiten, dann würde ich von beiden die Filets abschnallen, hätte das sauber machen dann hier nur einmal für zwei Fische, ja, mal schauen, ob es gelingt. Hier ist jetzt alles wieder sauber. Ich habe alles hier mit dem Pützheimer sauber gemacht, mit dem Schrubber nachgeputzt. Alles gut soweit. Zweiten Fisch habe ich nicht mehr geangelt. Hier geht es jetzt in die Nacht rein. Ich bin noch ziemlich müde, gerade geduscht. Voller Tag gewesen. Ja, jetzt freue ich mich auf die Koje. Hier an Steuerbord ist eine kleine Schauerzelle. Da habe ich gerade noch einen Blitz gesehen, aber ich glaube, wir ziehen vorher weg. Auf dem Radar ist auch gut zu erkennen. Ja, Vollmond heute Nacht. Man sieht, wenn der Mond draußen ist, sieht man einigermaßen was. Im Moment sieht man es nicht so gut. Ja, die Wolken gefallen mir auch nicht. Cumuluswolken teilweise. Das sah schon zu Beginn der Nacht nicht ganz so gut aus. Na, ja, schauen wir mal. Ich habe hier am Radar den Alarm eingestellt. Also wenn irgendwas hier in die 6-Meilen-Zone reinkommt, dann geht hier der Alarm an. So, da kommt auch was Größeres rein. Dann ist hier oben noch mal ein kleiner. So, da hat es gerade geblitzt. Und das liegt jetzt hier achteraus. Ich habe den Kurs noch mal ein bisschen geändert. Ich hoffe,
ausprobieren kommen. Oh ja, da ist einiges los. Hier sieht es jetzt ganz gut aus und ich gehe wieder in die Koje. Alarme sind hier alle an. Das ist meine nächtliche Kommandozentrale. Hier die Seekarte, hier der Plotter gespiegelt, hier die Fernbedienung. Gehen wir jetzt hier 3 Grad nach Steuerbord. So, da ist er jetzt auf 320. Und mal wieder 3 Grad zurück. Und da ist er wieder auf 317. Kurs halten. Ja. Ja, und hier habe ich Powerbanks, um die Geräte nachts zu laden. Der Inverter ist nachts aus. Gute Nacht. Ach ja, ich habe jetzt erstmal einstündige Intervalle gewählt hier zum Schlafen. Und ab Mitternacht mache ich dann 2 Stunden. Muss ich mal gucken, wenn die Situation das hergibt. Morgen! Sonnenaufgang. Das große hier noch zusätzlich gesetzt zur Hälfte. Hier läuft's. Der Wind hat etwas aufgebriest, um die 20 Knoten im Moment. Und ich habe den Vorsegelausbaum reingeholt, den Genua gerefft und habe die Fock gesetzt. Und das Großsegel hier so, ja, 3/4 etwa. Hab den Kurs etwas geändert, bin ein bisschen weiter nördlich jetzt auf Kurs, denn in 3 Tagen soll sich oben, wenn ich in der Nähe von Grand Bahama Island bin, soll sich Nordwindlage einstellen oder Nord-Nordostwind. Und da möchte ich eher auf westlichen Kurs dann sein. Ja, mal schauen, ob das klappt. Ansonsten würde ich dann südlich von Grand Bahama Island im Transit durch die Bahamas fahren, aber schauen wir mal. Kann sich noch einiges tun. Ne, so ist alles gut, Wetter sieht gut aus. Ich habe den Sailing Gen jetzt auch noch mal rausgehängt, weil wir ganz gute Fahrt durchs Wasser machen und Batterien waren jetzt auf 43% heute Morgen. Ist jetzt kein Drama, ist ja alles gut. Gute Spannung auch noch. Aber das Radar hat noch ein bisschen was genommen. Also ich möchte ja eigentlich relativ schnell wieder so auf 70-80% haben und deswegen läuft er heute mit, auch um den noch mal zu testen. Ne, alles prima. Läuft hier ganz gut. Schöner Segeltag. Hier schon wieder Abend, etwa so 1,5 Stunden vor Sonnenuntergang. Im Moment Windstärke 5. Wir sind so auf Kurs Nordwest, Nordnordwest. Passt alles soweit. Ja, könnte eigentlich ein bisschen mehr Tuch setzen, aber ich weiß ja noch nicht genau, wie es gleich weitergeht. Denn ich sehe da schon die ersten hohen Wolken, Cumuluswolken.
Und gestern Abend hatte ich ja auch diese Squalls gehabt und ich rechne mal damit, dass hier so nach Sonnenuntergang auch möglicherweise der ein oder andere nochmal durchzieht, vielleicht auch mit einem Gewitter dabei ist, aber da schauen wir mal. Ja, deswegen lasse ich es erstmal mit der Segelstellung und schauen wir das später an. Ja, ansonsten hoffe ich auf eine gute Nacht und dann schauen wir weiter. Hier läuft alles ganz gut. Wetter etwas unbeständig, auch in der letzten Nacht da einige Squalls noch mal dabei. Und jetzt hier achte raus eine Regenfront, die an uns vorbeizieht, hoffnungsvollerweise. Ja, ich segel hier so auf 110, 120 Grad am scheinbaren Wind. Bin im Schmetterling unterwegs, habe hier zusätzlich noch die Fock gesetzt, ein bisschen Back gezogen, damit ihr auch Druck hat. Machen ganz gute Fahrt. Ja, wir sind auch gar nicht mehr so weit jetzt hier von den Bahamas entfernt. Ich denke mal, dass wir morgen im Laufe des Tages dann ins Seegebiet der Bahamas einfahren. Bis West Palm Beach sind es über einen dicken Daumen hier noch so etwa 320, 330 Seemeilen. Der nächste Squall liegt jetzt hier achter raus. Ich habe mal eben kurz die Segelstellung geändert und alles umgebaut. Haben jetzt hier den Wind, weil er stark gedreht hat, hier auf Südost. Den Wind vom Backbord. Ja, ist auch nicht mehr so viel los mit dem Wind. Ja, wie vorher gesagt, das wird heute über den ganzen Tag weniger werden. Und mal schauen, wie lange ich noch segeln kann. Aber gerade ganz tolles Erlebnis. Ich schaue nach vorne raus, sehe eine Welle, die entweder stark bricht oder irgendwas anderes. Dann schaue ich beim nächsten Mal, da sehe ich einen Wal rausspringen. Und hinterher dann nochmal mit der Schwanzflosse aufs Wasser schlagen und wahrscheinlich auch noch zwei andere Tiere, zumindest eins. Also wahnsinniges Erlebnis. Endlich hat die Maschine hier Pause. Wir sind unter Segel, haben Nordwind, etwa so 11-12 Knoten und segeln hier mit 50 Grad am scheinbaren Wind auf Zielkurs, etwa so 284-285 Grad. Die amerikanische Gastlandflagge habe ich vorhin, als wir unter Maschine waren, schon hochgezogen. Da wollte ich jetzt nicht bis auf den letzten Drücker warten, wenn wir nachher dann vor Florida Windstärke 6-7 haben, zumindest so vorher gesagt,
und 3 Meter Welle, dann doch lieber jetzt hier aufrecht unter Maschine und ein bisschen eher. Hinter mir segelt die Segeljacht Steno, schottische Segeljacht, kommen von den Shetlandinseln. Ja, wir haben nett über Funk geplaudert und sind in New York verabredet. Lass mich mal überraschen, ob das klappt. Unten läuft jetzt der Wassermacher. Ich kann ja nicht gleichzeitig Maschine und Wassermacher laufen lassen, weil ich ja das Wasser für den Wassermacher, ja Seewasser, aus dem Sail Drive nehme. Also entweder Motoren oder Wassermacher, aber Batterien sind ziemlich voll und jetzt wird erstmal unter Segeln hier Wasser gemacht. Wir sind jetzt hier im Florida Channel und haben noch etwa 40 Seemeilen bis vor Lauderdale. Der Wind bläst jetzt hier mit etwa 6 Beaufort, ab und zu mal eine Böe mit 7 dabei aus Nordosten. Der Golfstrom setzt hier Richtung Norden ab, das heißt, wir haben hier Strom gegen Welle. Das kann man auch am Wellenbild sehen. Teilweise sind die Wellen sehr steil, brechen. Erinnert alles so ein bisschen auch an die Nordsee. Da habe ich schon ähnliche Verhältnisse erlebt. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt hier auf die Ankunft von Lauderdale und hoffe, dass natürlich alles hier mit dem Einklarieren klappt. Alles nicht so ganz einfach hier in den Straits of Florida. Ja, ein bisschen grenzwertig hier, also so Windstärke 37 bis 32 Knoten. Im Moment wieder ein bisschen besser, nee, noch nicht. Ja, jetzt wieder 30 Knoten. Ja, und teilweise kommen dann die Wellen rein, die dann auch ein bisschen steiler sind, ein bisschen höher sind. Sind jetzt nicht alle so, also jetzt im Moment geht es einigermaßen, aber ein paar sind dann dabei. Und wenn die einen dann unglücklich erwischen, dann wird das Boot schon mal auf die Seite geworfen oder steigt ein bisschen Wasser hinten ein.
Rampensicht! Ja, keine leichte Anfahrt hier, das sind ganz schöne Wellen hier, verdammte Tat. Ja, alles gut geklappt. Letztendlich bin ich froh, dass ich hier nach 1124 Seemeilen und etwas mehr als 8 Tagen im Lake Sylvia den Anker habe fallen lassen können. Gestern Abend noch relativ spät. Ich habe schon einiges erledigt, bin hier komplett einklariert, habe das Cruising Permit für ein Jahr. Also alles gut. Ich freue mich jetzt hier auf die Zeit in den USA. Anker kommt ja in einer Woche. Das heißt, ich werde von hier aus als erstes dann mal runter nach Miami fahren. Ja, das Wetter ist so wie gestern, ja. Hat sich jetzt nicht so viel geändert. Ja, es bläst auch hier jetzt in diesem kleinen See hier, in dem Lake. Bläst es auch teilweise hier mit 25 bis 30 Knoten. Dann Regen immer wieder. Ja, ich hoffe, dass sich das jetzt bessert. Also ich sag mal, morgen oder übermorgen sollte es ein bisschen besser werden. Und wie gesagt, ich fahre dann runter nach Miami, wo Anke dann einfliegt. Ja, da freue ich mich drauf und freue mich auf eine schöne Zeit hier in den USA. Und ihr seid natürlich dabei, wenn ihr möchtet. Ciao!